Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das 1x1 des automatischen Börsenhandels. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch nach einer längeren Zeit wieder mit David Warnin zusammen hier ein Webinar veranstalten können. Und freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt an den David übergebe, müssen wir natürlich trotzdem wie immer kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen und unabhängig vom Inhalt heute Abend bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann lieber David, ich freue mich sehr, dass wir zusammen wieder nach so einer langen Zeit zusammen ein Webinar machen können und bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Ich muss kurz noch den Bildschirm freigeben. So, muss ich kurz noch eine kleine Sicherheitseinstellung vornehmen, damit der Mac das erlaubt. So, GoToMeeting. Ist es in Ordnung, dass ich kurz GoToMeeting neu starte, weil der Mac braucht es, um den Bildschirm freizugeben? Kannst du mich dann gleich wieder reinholen? Ja, kein Problem. Okay, bis gleich. Da kommen auch noch Teilnehmer rein. Also Sie haben bis jetzt nichts verpasst. Und dann hoffentlich kommt David jetzt auch schnell wieder rein. So. Perfekt, da bin ich wieder. Ja, sehr gut. Dann versuche ich nochmal hier das zu übertragen. Ja, super. So, jetzt sollten wir gleich sehen. Ja, genau. Super, dann vielen Dank, lieber Nelson, für die tolle Einführung. Jetzt ist quasi Modern Talking wieder vereint. Mit der neuen Webinarreihe. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer. Ich sehe schon, die Liste ist ziemlich groß geworden. Freut mich natürlich an alle, die sich für das Thema interessieren, wofür ja also meine Leidenschaft quasi lebt, der automatisierte Börsenhandel. Mein Name ist David Warne und ich mache das Thema schon ja ziemlich lange, würde ich sagen. Ich glaube, mit 15 Jahren habe ich in einer Vermögensverwaltung angefangen und die hat genau das gemacht, was wir heute bereden wollen, und zwar der automatische Börsenhandel. Von A bis Z. Gerade heute ist es besonders für alle geeignet, die das Thema interessant finden, aber noch nicht so viele Erfahrungen mit gesammelt haben. Das heißt, wir wollen gar nicht allzu fachlich und auch gar nicht in die Programmierung gehen, sondern Ziel ist es heute eigentlich, dass wir alle aus dem Webinar rausgehen, wir viel zum Thema Algo-Trading gelernt haben und vielleicht danach besser entscheiden können, ob das jetzt was für uns ist oder eher nichts für uns ist, ob wir vielleicht völlig falsche Erwartungen hatten vor dem ganzen Thema oder ob wir hier ja so unsere Erwartungen bestätigt bekommen und wissen, wir wollen da so ein bisschen weitermachen mit dem Thema und vielleicht die ersten automatisierten Trades nochmal selbst auf dem eigenen Demo- oder Live-Konto durchführen. Ja, unsere Partnerschaft gibt es mit FX wird inzwischen seit, ja, seit gut oder knapp 5 Jahren. Ich glaube, im April sind es dann auch schon 5 Jahre. Zeit für eine Jubiläumsfeier, wenn es kein Corona gäbe. Aber ja, die Webinarreihe wird dieses Jahr durchgezogen. Das ist eins mal eins des Algo-Tradings. Das wird dieses Jahr, ich glaube, noch 2, 3 Mal stattfinden. Also für alle, die vielleicht jetzt nur die Aufzeichnung später ansehen und nicht dabei waren, einfach mal auf die Liste gucken bei FXWett. Da gibt es demnächst auch noch weitere Termine und noch andere Webinare für die schon ein bisschen fitter dran sind oder einfach das ganze Thema noch ein bisschen weiter fortführen wollen. Zu den Fragen. Die Fragebox habe ich mal auf. Also gerne, sehr, sehr gerne einfach zwischendurch die Fragen reinschreiben, wenn was offen ist. Ich schaue immer mal, ob die Fragen geradezu passen zu dem. Zu der Linie, zu dem Plan oder ob irgendwas vorgegriffen wird. Ansonsten am Ende des Webinars haben wir auf jeden Fall noch ein paar Minuten, um die ganzen Fragen zu beantworten. Also da
wird heute hoffentlich keiner nach Hause gehen mit irgendwelchen offenen Fragen. Und wenn doch, dann gibt es immer noch auf Fixbird oder wir können ja anschreiben, wen Sie möchten. Die Antwort bekommen Sie auf jeden Fall, egal wo. Gut, Algo Trading. Wo fangen wir an? Wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt den MetaTrader. Egal ob MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn Sie schon ein Konto haben bei Fixbird, ob es jetzt ein Demokonto ist oder ein Live-Konto, spielt erstmal keine Rolle. Aber wenn Sie den MetaTrader haben, mit Ihrem Konto eingeloggt sind, dann haben Sie eigentlich schon alles, was Sie benötigen, um automatisch an der Börse zu handeln. Es geht relativ einfach. Also, bevor ich es erkläre, zeige ich einfach nur ganz kurz, wie schnell wir ein Algo aktiviert haben. Wir haben ja hier im Navigator vom MetaTrader links, da sehen wir unsere Handelssysteme. So, und da sehen wir beispielsweise, je nachdem, was wir gerade für Testsysteme haben, ich glaube, der Moving Average oder der MACD Sample, das ist so ein Standard-Testsystem, was bei jedem MetaTrader dabei ist. Ich könnte jetzt hier einfach einen Doppelklick machen, klicke auf OK, klicke hier oben auf Auto Trading und das war's schon. Also unser Handelssystem ist jetzt aktiv und würde automatisch auf unserem Konto handeln. Wir brauchen keine Hightech-Computer, also das, was wir vielleicht aus den ein oder anderen Filmen kennen, mit den Hochfrequenzhandeln und den kürzesten Leitungen zur Börse und so weiter. Davon müssen wir uns schon mal verabschieden, falls wir irgendwie denken, das ist unsere Spielwiese. Also wir kämpfen hier nicht um die letzte Mini-Nanosekunde, um möglichst schnell an der Börse zu handeln. Das ist nicht unser Spielfeld. Da wollen wir gar nicht mitspielen. Das ist eine ganz andere Liga. Ob die jetzt besser ist oder schlechter, wollen wir gar nicht klären, aber wir wollen auf dem Spielfeld unterwegs sein, wo wir mit relativ wenig Kapitaleinsatz im Sinne von Computer, Internetleitung, Infrastruktur und Datenfeeds mitspielen können und auch sehr, sehr gut mitspielen können. Wir haben jetzt gesehen, wir brauchen für das Algo-Trading eigentlich nur unser Konto, unser MetaTrader und ein Handelssystem. Aktivierung, 1, 2, 3, 4 Klicks und schon läuft das Ganze an. So. Was sehen wir jetzt eigentlich oder was können wir eigentlich erwarten? Was passiert jetzt eigentlich ganz genau so im Hintergrund? An Handelssystemen gibt es da draußen ja massig viele. Also wahrscheinlich, wenn Sie schon mal ein bisschen für das Thema interessiert haben, im MetaTrader heißt das Ganze ja Expert Advisor. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Konto bei Interactive Brokers, also über CapTrader oder über FXpert haben, dann nutzen Sie zum Beispiel die TWS, die Traders Workstation. Da sind es dann keine Expert Advisor, sondern da handeln Sie dann zum Beispiel automatisch über die API, über ein Fremdtool. Also Expert Advisor, kurz EA, das ist so ein Begriff aus der MetaTrader-Welt, MetaTrader 4 und 5. Das hat das Ganze so geprägt und auch für den, ja, ich sag mal, für den privaten Trader eigentlich relativ einfach gemacht, in das Thema einzusteigen. So. Also wir haben jetzt unser Handelssystem hier aktiv, schön und gut, aber die Frage ist natürlich, was kommt dabei rum? Funktioniert das Ganze? Ist das nur Betrug, was wir da draußen nur sehen, die ganzen schönen Performance-Kurven? Was für Vorteile habe ich? Worauf muss ich achten? Wie weiß ich, ob das System funktioniert? All das wollen wir heute so in den nächsten Minuten auch noch klären. Wichtigste vorweg. Das größte Problem dann draußen bei den Tradern, was wir mit dem Algo-Trading auf jeden Fall aus der Welt schaffen, ist die Problematik, dass wir gar nicht wissen, ob überhaupt das, was wir machen, funktioniert. Wir kennen das wahrscheinlich, das kenne ich von mir auch. Gerade ganz, ganz am Anfang liest man Magazine, sieht Videos oder ist in Webinaren wie diesen und bekommt irgendwie ja so eine Strategie mit. Ja, vielleicht sehen wir, wie hier jemand im Chart, im Live-Trading den Euro-Dollar handelt. Der hat immer den Stochastik, den RSI und den MACD offen. Und wenn eine gewisse Kombination auftritt, dass das X und da kreuzt, dann geht er halt zum Beispiel Long und Short. So, und das gucken wir uns sehr, sehr gerne ab. Ja, da fühlt sich wohl der eine oder andere auch angesprochen in dem Bereich und handelt es einfach nach. Ein-, zweimal, dreimal, viermal wird es nachgehandelt und dann, ja, entwickeln wir so ein bisschen, ja, das Gefühl dafür oder möchten meinen, wir haben da was Profitables gefunden und wir handeln das Ganze. Es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut, irgendwann läuft es nicht mehr gut. Wir hören damit auf und wir suchen die nächste Strategie. Plötzlich sind wir, weiß ich nicht, Goldtrader, weil wir irgendwo was anderes gesehen haben, sind Volume Trader oder. So, und genau da ist die Problematik. Das ist einem vielleicht noch gar nicht so bewusst geworden. Wir wissen ja gar nicht,
Ist das, was wir machen, was wir handeln, wirklich profitabel? Und ich erlebe es gerade durch AlgoCamp in der Zusammenarbeit oder in der Kommunikation mit vielen Kunden und Tradern, dass das Verständnis noch gar nicht so da ist, wo der Fokus sein sollte bei diesen Sachen nachhandeln. Ein anderes Beispiel, um das besser zu erläutern. Trader kaufen sich von uns Handelssysteme oder mieten Handelssysteme, lassen die laufen und dann greifen sie halt ein. So, das System geht jetzt long und der Trader davor sagt, ich verstehe diese Logik überhaupt nicht. Wieso geht er so spät raus? Oder wieso ist der Stop-Loss nicht nachgezogen? Da ist doch klar, dass der Gold jetzt fällt. Wieso geht er denn long? Und so, solche Sachen. Mag sein. Mag sein, dass der Trader in dieser Situation eventuell recht hatte, dass er sagt, wieso handelt dieses Handelssystem jetzt in Gold und kauft Gold und geht long, obwohl es doch klar ist, dass der Markt fällt. Dieses klar ist immer so eine Sache, kann man manchmal in der Kommunikation mit den Kunden natürlich nicht so direkt sagen, aber klar ist, glaube ich, am Markt nichts. Ich glaube, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Der Markt kann noch so long schön aussehen, aber wo er hingeht, das ist eine ganz andere Sache. So. Und dann kommt es vor, dass einige Trader drei, viermal hintereinander richtig liegen. Immer dem Algo, ja, die Arbeit abnehmen und sagen, nein, was Algo macht, ist falsch, ich mache das anders. Ich ziehe den Stop-Loss nach, ich ziehe den Take-Profit nach und so. Und dann mag es sein, dass der Trader für ein, zwei, drei, vier Tage richtig liegt. Aber das Problem ist, er weiß überhaupt nicht, ob das langfristig funktioniert. So wie wenn Sie da draußen aus Magazinen, Blogs, Webinaren, YouTube-Videos, egal woher, irgendwelche Strategien aufschnappen oder irgendjemanden nachtraden vom Stil her, was völlig verständlich ist, habe ich auch mal sehr, sehr gerne gemacht. Aber wir wissen ja gar nicht, ob das langfristig funktioniert. Und das können wir nur herausfinden mit dem sogenannten Backtest. Der Backtest ist halt ein Bestandteil von dem automatischen Börsenhandel. Das heißt, wenn ich jetzt einen Roboter programmiere, das heißt, ich sage zum Beispiel, ich glaube, die Strategie der 10er Durchschnitt kreuzt den 50er Durchschnitt, je nachdem gehe ich long und short und wieder raus, ist profitabel. So, das kann eine Annahme sein. Ob das so stimmt oder nicht, soll es keine Rolle spielen, aber es kann eine Annahme sein. Und bevor ich da mein wertvolles Geld drauf ansetze und das handle, muss ich erstmal wissen, funktioniert das dann wirklich mittelfristig oder langfristig? Was wäre denn, wenn ich das die letzten 5, 10, 15 Jahre so gehandelt hätte? Und das ist für mich eine zwingende Sache, die gegeben sein muss. Diese Strategie muss die letzten Jahre profitabel gewesen sein. Sonst würde ich doch niemals mein Geld jetzt investieren. Aber das machen wir manuelle Trader sehr, sehr gerne, weil wir noch gar nicht so, glaube ich, das Werkzeug hatten, um das mal durchzutesten. Und mit dem Backtest, was zu einem Handelssystem gehört, können wir es ganz einfach durchführen. Ich klicke gleich mal ein paar Tests durch, damit Sie sehen, wie einfach es ist und was für einen großen Nutzen wir dadurch eigentlich haben. Also wenn wir jetzt unser System programmieren lassen, 10er Durchschnitt kreuz 50er Durchschnitt oder was auch immer, dann haben wir zum einen das fertige Handelssystem, also der Roboter, der für uns handelt. Aber zum anderen haben wir hier im MetaTrader, und das kostet uns auch nichts, das ist auch kostenlos mit dabei, den sogenannten Strategietester, um diese Strategie rückwirkend zu testen. Das heißt, den haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, hier oben den Strategietester, den können wir hier ein- und ausblenden. Und hier unten können wir so ein paar Daten angeben. Vielleicht haben Sie ja schon mal rumgeklickt. Wir haben hier zum einen, können wir hier oben unser Handelssystem auswählen. Ich nutze jetzt einfach mal eins von uns, die Algo Trading Starterbox. Ist jetzt egal, was bei rauskommt, egal welches System. Es geht einfach nur um die Funktionen des Backtesten an sich. Dann sage ich lieber, ja, lieber Backtester, handel den Euro-Dollar von, jetzt hier 1.9.2019 bis Mitte Februar 2020 auf Stundenbasis. Und dann sage ich einfach mal, teste das mal durch. Und zwar simuliert jetzt der MetaTrader einfach mal den Markt und spielt die Kurse ganz, ganz schnell herein. Vom 1.9., 2.9., 3.9. und so weiter bis am 15.02.2020 angekommen ist. Wir sehen jetzt hier den Balken. Da läuft so langsam voll. Jetzt ist der Test fertig. Ganz klar, es ist ein kurzer Zeitraum. Das sind jetzt ein paar Monate. Es ist überhaupt nicht aussagekräftig. Aber ich will Sie ja gar nicht langweilen, indem ich den Test jetzt auf 10 Jahre einstelle, weil dann
würden wir, glaube ich, die Hälfte des Webinars einfach nur zusehen, wie der Balken voll wird. Und das bringt uns jetzt gar nicht so viel. Es geht nicht darum, was das profitabel ist oder nicht, sondern um die Funktion an sich. So, was habe ich jetzt? Ich kann jetzt hier auf Ergebnisse gehen und dann sehe ich eine Tabelle, die sieht so ein bisschen aus wie unsere Kontohistorie. So, wir sehen also hier, wann wurde eine Position eingegangen, zu welchem Volumen, zu welchem Preis, wo wurde der Stop-Loss gesetzt, was war der Gewinn-Verlust, der Kontostand. Und das sehen wir für jeden einzelnen Tag. Wir haben hier den Reiterdiagramm. Da sehen wir unsere Kontoperformance. Das heißt, unser Konto ging, glaube ich, bei 1.000 Euro los und endete bei ca. 1.055 Euro. Wir sehen hier noch im Bericht ein paar Kennzahlen. Und da kommen wir gleich nochmal zurück und im Journal. Das ist so eine Art Logfile. Für uns eigentlich uninteressant, aber wenn irgendwie mal was nicht funktioniert, dann finden wir das hier wieder. Aber das ist schon wieder zu technisch. So, und der Reiterbericht, das ist eigentlich das Wichtigste für uns. Natürlich ganz klar, das System muss profitabel sein. Also funktioniert unsere Idee, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, aus dem Webinar, wo auch immer. Wir kennen die zahlreichen Quellen dafür. So. Und hier sehen wir so wichtige Kennzahlen. Ich mache das mal ein bisschen größer, wie zum Beispiel, was ist mein Profit-Faktor? Was ist mein Drawdown? Wie viel tradet ihr eigentlich? Anzahl der Trades, 8 Stück. Okay, gucke ich mal nochmal meinen Zeitraum. Ich habe hier 3, 4, 5 Monate gehabt mit 8 Trades. Dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, ist das passend für mich? Oder brauche ich Maschinengewehr oder will ich 8 Trades die Stunde oder am Tag haben? Wie viele Gewinntrades habe ich in Folge? Wie groß ist mein Gewinntrade? Wie groß ist mein Verlusttrade? Zahlreiche Kennzahlen, die extrem wichtig sind für uns, um die Frage für uns auch zu beantworten, passt das System zu uns? Hier zum Beispiel maximalen Drawdown von knapp 9,86%, also knapp 10%, 100 Euro beim 10.000, bei 1.000 Euro. Konten, da kann ich mir schon mal die Frage stellen, ist das was für mich? Also würde ich die Beine stillhalten können, wenn ich ein System laufen lasse, was 10% hinten liegt? Da können wir schon mal filtern, wenn ich jetzt sagen würde, boah, nein, wenn mein Konto auch nur 2% hinten ist, dann werde ich schon nervös und kann nicht mal in Ruhe schlafen oder so, dann passt das System überhaupt nicht für uns. Wenn wir aber sagen, ja klar, 10% gehört dazu. Wer Rendite haben möchte, der muss auch ein bisschen was riskieren, gar kein Problem. Ich sage, 8 Trades ist mir egal und wenn ich nur 2 Trades im Jahr mache, Hauptsache es ist profitabel. Also viele, viele Kennzahlen, die wir überhaupt nicht haben. Selbst diese Grafik hier, die bekommen wir hier oft mitgeliefert in Artikeln, in Videos oder so. Da sehen wir die Performance-Kurve, die läuft von unten links nach oben rechts. Und da denken wir wahrscheinlich, super. Hier, nimm mein Geld, gib mir die Strategie, will ich haben, trade ich nach oder so. Bringt dann eigentlich absolut überhaupt nichts, weil diese Kennzahlen so wichtig sind. Und da kann ich eine wichtige Information aus meinem, ja, so aus dem Alltag mit unseren Kunden von AlgoCamp geben. Und zwar, dass nicht ein profitables System die Garantie dafür ist, dass jeder Trader mit Geld verdient. Klingt extrem komisch. Aber war am Anfang für mich auch nicht ganz verständlich, aber inzwischen ist es eine ganz klare Sache. Und zwar schaffen es sehr, sehr viele Trader mit einem profitablen System, was auch nachweislich auch in der Zukunft, nicht nur in der Vergangenheit, Geld verdient hat, Geld zu verbrennen. Weil sie einfach eingreifen. Weil sie einfach anfangen zu zocken. Das System geht long und der Trader sagt, ja, okay, geh long, aber ich ziehe den Stop-Loss nach. Oder, wow, super, 2 Euro verdient, nehme ich mit. Und wenn die Verluste losgehen, dann wird laufen gelassen oder andersrum. Das ist immer das Problem. Und deswegen sollte man ganz genau im Vorfeld drauf schauen, egal ob wir jetzt ein System uns kostenlos herunterladen, kaufen, mieten, irgendwo vom LKW fährt oder was auch immer. Sollten wir im Vorfeld nicht immer nur auf die, ja, ich sag's mal ganz einfach, auf die Diagramme geiern und sagen, oh, es muss nach oben gehen, es muss nach oben gehen, sondern die Kennzahlen, die müssen zu uns passen. Es ist wirklich so. Es gibt ganz viele Trader draußen, die sagen, die haben von mir aus auch ein 100.000 Euro Depot oder Trading-Konto, aber wenn das 1.000 Euro hinten liegt, dann können die nicht mehr in Ruhe schlafen.
Die Frage müssen wir uns dann ganz klar beantworten. Wenn wir so ein System irgendwo sehen, egal woher, dann müssen wir uns diese Kennzahl ansehen und uns fragen, schaffe ich das? Kann ich die Beine stillhalten, wenn das System nur ja, durchschnittlich einmal im Monat handelt? Trage ich 10% Drawdown? Trage ich es, wenn ich maximal in Folge 8 Verlusttrades hintereinander abschließe? Lasse ich es dann weiterlaufen und so weiter? Diese ganzen Kennzahlen sind extrem wichtig und wir sollten uns immer vorher fragen, kann ich das aushalten? Und wenn nicht, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, 10% ist ein bisschen zu viel, 100 €, das ist zu viel Geld für mich, ich möchte es aber trotzdem probieren, dann können wir natürlich noch das Volumen verringern. Schau mal kurz, mit welchem Volumen wir das gehandelt haben. Ja, das hatten wir zum Beispiel mit 0,1 Lot gehandelt. Kann ich natürlich sagen, okay, dann handle ich das Ganze nur mit der Hälfte, mit 0,05 Lots und dann verringert sich die Rendite und natürlich auch der Drawdown. So ein bisschen Spielraum habe ich natürlich. Aber wenn ich jetzt sage, 8 Trades, das heißt durchschnittlich so ein Trade im Monat, viel zu wenig für mich, selbst wenn ich damit unendlich viel Geld verdiene, ich brauche dieses Maschinengewehr, dann wäre das Ganze für einen nichts. So. Und je nachdem, was Sie für ein System haben, haben Sie halt hier Möglichkeiten, das Ganze noch durchzutesten. Also Sie können auch sagen, okay, diesen Ansatz, den wir vorhin gefunden haben, 10er kreuzt 50er Durchschnitt. Okay, Euro-Dollar sieht ganz gut aus. Wie sieht es mit dem britisch-kanadischen Dollar aus? Wie sieht es mit dem britischen Pfund, Schweizer Franken aus? Und das Ganze noch auf Minutenbasis und aber auch von, ja, nehmen wir einfach mal von 2000, Juli 2019 bis heute. Das alles können Sie einstellen und das kostet absolut nichts, außer ein bisschen Zeit und ja, natürlich Rechenkraft noch. Drücken einfach auf Test starten. Das Ganze dauert natürlich, je länger der Zeitraum ist, desto länger dauert der ganze Test auch. Das Ganze können Sie dann auch später noch speichern. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Rechtsklick zu machen, als Bericht speichern. Und dann speichert er Ihnen das Diagramm und für jeden einzelnen Trade, um eventuell später ein paar Vergleiche zu ziehen, zu schauen, welche Einstellung war besser oder schlechter. Das ist der Backtest. Das ist eine große, wichtige Sache, die wir als manueller Trader eigentlich nicht haben. Und hier können wir auch wieder entscheiden. Also wenn Sie da draußen sagen, diese Computer und diese Roboter vertraue ich noch nicht ganz, ist es völlig, völlig okay. Aber wir können uns dann wenigstens die Rosinchen von automatischen Handelssystemen rauspicken und einfach dieses Backtesting nutzen. Das heißt, wir lassen uns ein System entwickeln oder wir programmieren es selbst oder wir kaufen es. Wollen einfach nur herausfinden, ob und wie gut das profitabel ist und mit welchen Einstellungen. Und wenn ich die gefunden habe, dann kann ich es auch manuell nachtraden. Also wenn ich jetzt mein 10er, 50er System habe, dann teste ich hier meine Einstellung durch, passe vielleicht 10 an auf 11 und den Durchschnitt passe ich von SMA auf EMA an und dann trade ich das später manuell nach. Geht auch. Ist auf jeden Fall die sichere Variante, als halt einfach zu sagen, habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, das funktioniert, das mache ich jetzt ein paar Mal. Das ist eigentlich nur Glücksspiel. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir einmal so zwei, drei Trades irgendwo uns mal abgeguckt haben und das nachhandeln, wir haben es hier Gewissheit gar nicht. So. Und selbst wenn das System jetzt so profitabel ist und wir haben das zum Beispiel durchgetestet mit einem Stop-Loss von 50 Pips und ich trade es live und es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut und irgendwann sage ich einfach mal, naja, gut, 50 Pips ist eigentlich ganz schön teuer. Ich setze das jetzt mal auf 30 Pips runter. So, dann muss ich auch diese Änderung wieder durchtesten, weil es kann sein, dass das System dann nicht mehr profitabel ist. Auch ein ganz großer Fehler. Jede Änderung, die wir dann vornehmen, muss immer wieder durchgetestet werden. Weil es kann dann ganz einfach sein, dass die Trades nicht mehr genug Luft haben, dass der Preis immer wieder zu schnell oder der Markt immer wieder zu schnell Richtung die 30 Pips Verlust so läuft und dann der Stop-Loss gerissen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jede Änderung muss immer wieder durchgetestet werden. Und da müssen wir gar nicht anfangen zu reden, irgendwelchen gefundenen Strategien einfach so nachzuhandeln, ohne Wissen, ohne Backtest. Ganz, ganz wichtig. Aber wir sind ja heute nun mal im Webinar, wo es um den automatischen Börsenhandel geht. Von daher gehe ich einfach mal davon aus,
dass sie gar nicht abgeneigt sind davon und dass sie jetzt nicht sagen, okay, Backtest lief super, aber ich trade jetzt trotzdem manuell. Kann natürlich sein, kann ja jeder so machen, wie er möchte, aber ich glaube, dann wären sie heute wahrscheinlich nicht hier im Webinar. Eine Frage, wieso manch, wie es mit den historischen Daten auskommt, aussieht, die kommt eigentlich mal öfters. Können wir direkt mal reinschauen. Wir haben ja hier MetaTrader 4 und 5. Haben wir hier oben die Historiendatenbank. Und hier können wir uns auch die ganzen Daten für ein paar Jahre mal unterschiedlich von den Servern runterladen. Also wenn ich jetzt sage, ich will den britischen Pfund auf Tagescandles testen, dann lade ich mir hier erstmal die Daten runter. Warte kurz. Und dann hat der MetaTrader die ganzen historischen Candles. Natürlich nicht von 1800 bis heute, sondern es ist immer abhängig. Können wir gleich mal nachschauen, wie es jetzt hier in dem Beispiel aussieht. Ist immer unterschiedlich von Asset zu Asset, von Zeitintervall zu Zeitintervall. Aber hier wäre es zum Beispiel, hätten wir die Daten von, ja, ziemlich weit zurück. Also Tagescandles von British Pfund, US-Dollar, die laufen hier 1993 los. Würde ich immer so ab, ja, 2000 kann man die wahrscheinlich durchgehend auch nutzen bis heute. Also Sie können da wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Daten testen oder das System testen, auch nur ohne irgendeinen Euro hierfür auszugeben. Also die Testing-Plattform, die historischen Datenbank, die haben halt ja alle im MetaTrader von FXBet schon mit dabei. Also ja, perfekt, um das ganze Thema einfach mal anzutesten und durchzulaufen. Dann haben wir auch passenderweise schon die erste Frage dazu, und zwar, warum laufen manche Backtests nicht? Wo liegt dann meistens der Fehler in den Einstellungen? Ja, sehr gute Frage. Der größte Fehler ist, dass die Daten fehlen. Das heißt, wenn ich jetzt, so wie eben gezeigt, einfach mal sage, ich teste jetzt den DAX. Dann kann ich nicht einfach lostesten, sondern ich muss im Vorfeld auf jeden Fall mir hier in der Historiendatenbank dann den DAX raussuchen, auf das Zeitintervall, was ich haben möchte, herunterladen und dann warten und dann kann ich den Test auch starten. Zweithäufigste Problem ist, dass die Einstellungen nicht ganz zu dem Broker passen. Es kann also manchmal sein, dass wir vielleicht den DAX, jetzt nur als Beispiel, den DAX zum Beispiel nur in ganzen Volumenschritten handeln können. Das heißt, ein Kontrakt, zwei Kontrakte, drei Kontrakte und nicht 0,5, 0,15 oder 0,0015. Das ist ganz oft häufig ein Problem. Da müssen wir einfach mal schauen, ob das so passt. Ne? Kann ich den DAX vielleicht nur in einer Schritten handeln? Müsste ich hier eine 1 eintragen? Dann geht es los. Und ansonsten ist das auch schon so das Gröbste, was wir als Nicht-Programmierer vornehmen können. Man muss ganz klar dazu sagen, es hängt immer so ein bisschen von der Qualität der Programmierer ab. Also wir finden natürlich im Internet zahlreiche kostenlose Handelssysteme, die sind zum Teil von vor, ja, weiß ich nicht, 10 Jahren alt. In der Zeit hat sich einiges geändert im MetaTrader. Es kann also einfach sein, dass die Programmiersprache sich, ja, moderner geworden ist und da alte Funktionen genutzt wurden, die nicht mehr funktionieren. Das merkt man ganz, ganz oft bei so ganz alten Sachen, die man im Internet findet. Es kann aber auch sein, dass der Programmierer vielleicht Fehler gemacht hat. Das ist immer schwer zu sagen. Man kann, wenn man wirklich möchte und ein bisschen sich durchfuchsen möchte, immer aufs Journal gehen und hier sieht man dann eventuell Fehlermeldungen. Dann schaut man nach dem roten Symbol hier vorne und nach dem gelben und dann würde da eventuell was stehen. Vielleicht der Stop-Loss ist zu nah gesetzt oder. Also eigentlich gibt es dann hier immer einen Fehlercode, den kann man mal googeln und dann findet man da die Fehlerquelle, weil von den Fehlercodes, das sind glaube ich irgendwie 3000, 4000, da können zahlreiche Fehler drin sein. Ja, die nächste Frage ist eigentlich sehr gut. Wo findet man kostenfreie EAs? Auf der Standardseite von MetaTrader, also MQL4. Da gibt es einen großen Marktplatz an Handelssystemen. Viele kostenlose, aber auch viele kostenpflichtige. Die sind alle gar nicht so teuer. Ich glaube, vom Preis her von $5 bis $100, zum Teil auch für $5 zur Miete. Aber da muss ich ganz klar sagen, unbedingt aufpassen. Also die kostenfreien EAs sind schön zum Spielen. Da gibt es viele, viele Add-ons, die einfach nur so ein bisschen uns Arbeit abnehmen, vielleicht den Stop-Loss automatisch für uns berechnen und uns
ja, Telegram-Nachrichten schicken, uns informieren, irgendwie Berechnungen uns abnehmen. Also so kleine Werkzeuge, die finde ich da eigentlich ganz, ganz nützlich. Da kann man sich bestimmt was Nettes raussuchen, was für einen passt. Aber bei den fertigen Systemen, die ihr Kapital handeln sollen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also wenn Sie da mutig sind, dann würde ich das auf jeden Fall alles immer erstmal auf einem Demokonto laufen lassen, ausführlich backtesten und dann mit einem ganz, ganz kleinen Volumen anfangen, um zu gucken, ob das Ganze auch für Ihr Konto passt. Hintergrund ist eigentlich folgender. Da sind sehr, sehr viele Handelssysteme gelistet auf dem Marktplatz, die ja eine Martingale-Strategie folgen. Das heißt, sie verdoppeln immer wieder das Volumen. Also sie kaufen zum Beispiel einen Euro-Dollar, der Markt fällt, dann kauft er den Euro-Dollar mit dem doppelten Volumen, also zum Beispiel mit 0,2 Lots. Der Markt fällt weiter, dann kauft er 0,4 Lots, 0,8 und so weiter. Das ist so eine, ja, das ist eigentlich keine Strategie, es ist einfach nur dummes Nachkaufen und Verbilligen. Das steckt sehr, sehr oft in den EAs. Also wenn Sie da Systeme finden, die kostenlos sind und eine Performance-Kurve haben, von unten links nach oben rechts, sehr, 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 sehr skeptisch sein da bitte. Es mag sicherlich Systeme geben, die da ganz gut sind, die nett sind, aber bitte immer ganz, ganz vorsichtig erst auf dem Demokonto backtesten und dann, wenn Sie sich da sicher sind, mit einem Live-Konto mit kleinem Volumen dann laufen lassen. Da haben Sie schon sehr, sehr viele Trader verbrannt, weil es einfach zu einfach ist, die Sachen zu installieren. Und, ja, was jetzt kostet, das nimmt man ja immer wieder gerne mit. Gut, haben wir den Backtest-Sektor durch. Wir können ja mal einen ganz, ganz, ganz kleinen Abstecher machen in die, hier also ein bisschen mal hinter die Roboter zu schauen, wie das Ganze eigentlich aussieht. Ich habe die Vorstellung, je nachdem, welche Kinofilme wir gesehen haben, ist da manchmal ein bisschen zu groß. Eigentlich müssen wir es mal relativ nüchtern sehen. Ein Handelssystem, ein automatisches Börsenhandelssystem ist eigentlich nur ein Stück Software, die eigentlich stupide nur das macht, was der Programmierer ihm mal dann gesagt hat. Das heißt, wenn der Programmierer ihm gesagt hat, Handelssystem, du kaufst, wenn der 10er-Durchschnitt den 50er-Durchschnitt kreuzt, dann macht er das. So, das heißt, wenn das Handelssystem dann live läuft und der Markt, weiß ich nicht, er ist auf der Wirecard-Aktie aktiv gewesen und der Markt fällt um 50% und dann steigt er mal kurz um ein paar Prozent und der Durchschnitt kreuzt den Durchschnitt, dann kauft er diese Schrottaktie. Also wir dürfen nicht sagen, dass da irgendwie ein Gehirn hintersteckt, was übernatürliche Kräfte hat oder weiß, wo der Markt hingeht. Es ist eigentlich, so bitter es auch klingt, einfach nur ein Stück Software, das das macht, was ihm mal gesagt wurde. So wie jede Software. Klickst du auf den Button, macht die Software das. So läuft auch ein Handelssystem. Soll natürlich nicht bedeuten, dass die anderen Systeme nichts können. Gar keine Frage. Hinter dem Handelssystem steckt mal mehr Logik, mal weniger Logik. Das ist zum Beispiel so, ja, so der Programmcode. Keine Angst, da gehen wir jetzt gar nicht so aufs Detail ein, von einem einfachen MACD-Sample-System. Das ist ein Standardsystem, was in jedem MetaTrader mit dabei ist, wenn Sie bei sich zu Hause auffinden. Hat er zum Beispiel 155 Zeilen Code, wo alles Mögliche gemacht wird. Gekauft, verkauft, geprüft, ob das funktioniert hat, Indikatoren berechnen, Volumen berechnen und so weiter. Das ist ein wirkliches ein einfaches System. Gibt Systeme, die haben 5000 Zeilen Code, 10.000, 15.000. Sagt gar nicht immer so sehr unbedingt was über die Qualität aus. Also ein kleiner Einblick, die Erfahrung, die ich so in den letzten zig Jahren gemacht habe in dem Bereich, sagen eigentlich, dass die profitabelsten Handelssysteme haben gar nicht extrem viele Zeilen Code. Also viele schmücken sich ja gerne mit, mein Handelssystem hat 50.000 Zeilen Code. Ja, mag berechtigt sein bei komplexen Anwendungen, wie zum Beispiel dem Stereo-Trader, wo wirklich tausende Funktionen hinterstecken. Aber es ist ja kein automatisches Handelssystem, was jetzt für uns komplett das Geld verwaltet. Das ist was anderes. Aber ein EA, was einfach nur automatisch an der Börse handeln soll, muss nicht zwingend viele Zeilen Code haben. Aber wie gesagt, Programmierung, MQL, MQL4, das ist eine weitere Sache. Damit wollen Sie sich wahrscheinlich auch gar nicht beschäftigen. Wer jetzt sein Geld vermehren möchte, traden möchte, der will eigentlich nicht auch noch mit der Programmierung anfangen. Das sind eigentlich zwei komplexe Welten. Trading,
Da erzähle ich Ihnen nichts Neues, wie komplex das ist. Und Programmierung ist genauso ein eigenständiger Beruf oder ein Studium. Das wollen wir jetzt nicht auch noch anfangen zu lernen oder zu beginnen. Von daher, nur damit Sie mal sehen, wie das Ganze so im Hintergrund aussieht, was ein System macht. Ja, also da sind Zeilen Code hinter. Wenn es gut programmiert ist, macht es das, was wir ihm quasi auch gesagt haben. Also verschwinden ja wieder heraus. Aber klar, wer sich damit beschäftigen möchte, der Meta-Editor, also dieses, ich sag mal, das Programmiertool, um die Systeme zu entwickeln, das ist mit kostenlos dabei, ist der Meta-Editor. Die Programmiersprache ist MQL4 oder MQL5. Wer Spaß damit hat oder wer es gerne macht, der wird da sehr schnell Sachen sehen oder auch mal ein paar Maschinengewehre entwickeln, die plötzlich das Konto vorladen mit Positionen. Da werden die einen oder anderen auch schon mal ein paar Erfahrungen gemacht haben. Aber ja, ganz unterschiedliche Vorlieben in dem Bereich. Gut, haben wir auch das. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso sollten Sie damit anfangen? Wieso sollten Sie damit nicht anfangen mit dem automatischen Trading? Ich bin inzwischen ein ganz, ganz großer Fan davon, einfach von dem, ja, ich nenne es mal Zwei-Konten-Modell, was wir fahren sollten. Wenn Sie da draußen manuell handeln und damit Spaß haben, ne? Vielleicht sind Sie gar nicht profitabel, aber Sie sind noch hinterher und sind kurz davor und haben einfach Ihren Spaß dabei, machen Sie das weiter. Die Roboter sollen gar nicht Ihre Arbeit abnehmen. Das haben wir ja so ein bisschen im Alltag immer die Angst, dass die Roboter uns die Arbeit wegnimmt und so ein bisschen was aus dem Leben wegnimmt. Natürlich berechtigt. Man hat da Angst im einen oder anderen Job. Aber hier im Trading soll er gar nicht die Arbeit von uns als Trader so wirklich wegnehmen, sondern er soll uns eigentlich ja ergänzend helfen, sage ich mal. Das heißt, im Idealfall haben wir zwei Konten. Das eine Konto läuft so wie bisher bei Ihnen. Da handeln Sie oder zocken Sie manuell drauf. Und auf dem zweiten Konto können Sie halt ein Handelssystem oder mehrere Handelssysteme drauf laufen lassen und hätten dann so, ja, ich sag mal zwei Trading-Standbeine, das manuelle Konto und das Roboterkonto. Auf dem manuellen wird wirklich nur manuell gehandelt, was auch immer Sie für Strategie handeln möchten, und auf dem anderen Konto laufen die Roboter. Und da können Sie so ein bisschen, ja, ich will gar nicht den Wettbewerb starten, aber so ein bisschen einfach mal schauen, wer ist dann vielleicht doch der bessere Trader, der Roboter oder man selbst als manueller Trader. Und so können wir ein Konto haben, wo wir, ja, ich sag mal, den professionellen automatischen Börsenhandel betreiben. Das heißt, vielleicht fangen wir mit einem kleinen System an oder wir machen es auf die professionelle Art und holen uns gleich drei, vier, fünf Systeme, bauen ein Portfolio auf, lassen das so aufsetzen, dass es quasi ja ein richtiges Portfolio ist, ohne ja, was sich einfach ergänzt. Ja, zum Beispiel ein System handelt den Euro-Dollar, das andere Gold, den andere den DAX, das andere irgendeine US-Aktie, um so relativ breit aufgestellt zu sein. Und so haben wir schon mal unser Trading ja 10, 20 Level weiter nach vorne gebracht, weil sind wir selbst wieder heute am Zocken gewesen oder haben einfach zu viele Verluste gemacht, ist es schmerzhaft, aber im Idealfall haben wir dann das zweite Konto, wo dann einfach noch die automatischen Handelssysteme liefen und ja, im Idealfall ein bisschen Geld verdient haben. Oder andersrum, die Handelssysteme lagen heute mal falsch, aber dafür haben wir dann manuell auf unserem Konto ein bisschen Geld verdient, was das Ganze ausgleicht. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Vielleicht sagen Sie früher oder später, gut, der Roboter ist eh irgendwie besser als ich und ich habe gar nicht mehr so die Zeit dafür. Dann lassen Sie es mit dem manuellen Handeln und die Roboter übernehmen die Arbeit. Oder aber auch Sie sagen, na gut, die Roboter, die können mich nicht schlagen. Ich weiß es immer noch besser, dann werde ich weiterhin manuell. Also da müssen wir nicht denken, dass die Roboter uns jetzt irgendwie die Arbeit abnehmen. Überhaupt nicht. Wir müssen auch nicht denken, dass der Markt nur für die Großen gemacht ist. Das ist auch ein, ja, eigentlich ein großer Quatsch. Da kann ich auch aus Erfahrung erzählen in der Arbeit von der IvoCamp GmbH, wo wir es ja auch schon inzwischen schon seit Jahren machen. Man denkt immer draußen, diese großen Vermögensverwaltungen, diese Family Offices mit den schönsten Büro-Webseiten und den schönsten Anzügen und den schönsten Büros der größten Städte, dass da irgendwie diese Superroboter arbeiten, die gegen die unsere Roboter nicht ankommen können.
Das stimmt überhaupt nicht. Da kann ich wirklich sagen, das finde ich heute immer noch erstaunlich. Die kochen alle auch nur mit Wasser. Und zum Teil kochen die mit abgestandenem Wasser, schlechterem Wasser als wir als privater Trader. Das ist wirklich extrem. Also denken Sie nicht, dass wir als kleiner Trader mit so einem kleinen Notebook und so einem kleinen 5.500-Euro-Konto da keine Chance haben. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben total die Chance, weil wir auch gar nicht in diesem Spielfeld mitspielen wollen, wo es um Millisekunden geht, wo wir die für 15 Millionen die Leitung zur Frankfurter Börse legen müssen oder davor vorsitzen müssen mit unserem Notebook. Quatsch, völlig Quatsch. Und diese Vermögensverwaltungen, die immer so professionell aussehen im Bereich, die kommen im Endeffekt auch zum Beispiel heimlich mit falschen Namen oder falscher E-Mail-Adresse bei uns an und kaufen auch bei uns Systeme, wo sie denken, das fällt uns nicht auf. Oder wenn man einfach mal eingeladen wird oder man gebucht wird, um deren Struktur ein bisschen auf Vordermann zu bringen und mal schaut, was die da so machen. Da ist, glaube ich, jeder von uns hier im Webinar professioneller aufgestellt, was das Trading angeht, als die Vermögensverwaltung. Deswegen, dieser Bereich, der ist noch nicht verteilt. Da kann sich jeder noch so ein großes Pizzastückchen abnehmen. Und der Markt, gerade im Forex-Markt, muss ich Ihnen ja gar nicht sagen, wie groß der ist. Da wird das Problem nicht vorkommen, dass fünf Leute zu viel, das eine Handelssystem nutzen oder die eine Strategie nachhandeln, die wir irgendwo mal gekauft oder gefunden haben. Völliger Quatsch. Das Volumen ist so groß, das Volumen ist dezentral, also es gibt nicht die eine Börse. Anders ist es, wenn wir jetzt kleine Penny Stocks handeln würden oder kleine Aktien, wo es wirklich wenig Volumen gibt. Das ist klar. Aber deswegen entwickeln wir zum Beispiel auch keine Handelssysteme, die sich jetzt auf kleinkapitalisierte Unternehmen spezialisiert haben und diese Aktien handeln. Dann ist es richtig, je mehr Leute ein System dann nutzen, desto schwieriger wird es mit der Ausführung, wenn das Volumen eng wird. Aber deswegen entwickeln und verkaufen wir jetzt zum Beispiel nur Systeme, die den Euro-Dollar, die große Währung handeln oder den DAX handeln, wo unendlich viel Volumen hintersteckt. Da müssen wir keine Angst haben, dass der Trader A dem Trader B irgendwie vom Milliardenmarkt ein paar Krümel wegnimmt. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Also wenn Sie Lust drauf haben, dann fangen Sie unbedingt mit dem Thema an. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Gut, kommen wir zu dem Klassiker, also eigentlich was nicht fehlen darf, Vor- und Nachteile. Ich würde einfach mal umdrehen, die ganze Geschichte, und einfach mit den Nachteilen anfangen. Was haben wir für Nachteile, wenn wir mit dem automatischen Börsenhandel starten oder schon dabei sind? Die Einstiegshürde, sie ist so mittelmäßig hoch, würde ich mal sagen. Wir haben den MetaTrader, wir haben die Daten, wir haben den Strategietester für die Backtest, alles ist kostenlos. Alles haben wir hier kostenlos mit unserem FXBet-Konto abgedeckt. Aber die Einstiegshürde liegt dann letztendlich beim System. Und ja, es gibt kostenlose Systeme, es gibt auch Systeme für ein Apfel und ein Ei, für ein paar Euro. Aber das Schwierige ist halt, die guten Systeme zu finden. So, Systeme müssen keine 100.000 Euro kosten oder 10.000 Euro kosten. Aber fraglich ist auch, ob die für 30, 40 Euro wirklich was bringen. Wir müssen es mal so sehen. Wir haben als Verkäufer, wir haben noch Steuern, wir haben Aufwand für Support und Entwicklungsarbeit und so weiter. Schwer vorzustellen, dass dahinter was steckt, was gut funktioniert, aber nicht ausgeschlossen, ne? Also ich habe selbst nicht alles auf der Welt gesehen, so wie wahrscheinlich keiner von Ihnen. Kann immer sein. Aber die Einstiegshürde als Nachteil ist dann schon relativ groß, das richtige System zu finden. Entweder programmieren wir es selbst, wir finden einen Programmierer, der das für uns macht. Oder wir sind ganz genau auf der Suche und kaufen uns ein fertiges System, was wir nutzen. So, das sind die Varianten und das sind die Varianten, fast alle kosten eigentlich was. Gut, dafür haben wir den Rest kostenlos dazu. Also wir wollen ja hier schließlich auch Geld verdienen und da müssen wir auch ein bisschen Geld investieren. Deswegen sehe ich das aber trotzdem so ein bisschen als Nachteil. Gut, wenn wir beim manuellen Trading sind, Konto eröffnen und losballern am Markt. Das können wir, aber es ist die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Vorteil ist beim manuellen Trading, dass wir einfach loslegen können ohne Verstand, ohne Strategie. Deswegen sehe ich es aber trotzdem als kleinen Nachteil vom automatischen Handel. So, was haben wir noch?
für einen Nachteil? Wir können manchmal oder ganz oft nicht reinblicken in das System. Es ist natürlich ein Geheimnis. Also bei uns zum Beispiel, wenn wir Systeme verkaufen, wir erzählen nicht, welche Strategie dahinter basiert. Also wir sagen nicht, das hier ist die Anleitung, damit kannst du es manuell handeln, weil die Strategie eines Systems, das ist eigentlich so das Wertvolle. Wann steigt der Markt ein? Wann steigt das System aus? Wann wird der Stop-Loss gesetzt? Gibt es Zeit-Stop-Loss? Wie sind Indikatoren? Welche Indikatoren? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist so das Betriebsgeheimnis. Wir verraten es nicht. Viele andere da draußen auch nicht, was völlig verständlich ist. Ein paar verraten es. Nur wer es verrät, der hat dann nicht so wirklich die Kontrolle darüber, über seine Strategie. Und bei uns ist es so, unsere Strategien sind uns heilig. Die gibt es halt nur als Handelssystem. Das heißt, Sie können sie quasi auf Ihrem Konto anwenden, nutzen und aktivieren. Aber Sie werden nicht zu hundertprozentig verstehen, was genau macht das System im Hintergrund. Sie bekommen die Info, es ist ein Trendsystem, ein Kontratrendsystem. Es handelt News oder ähnliches, aber die genauen Parameter zu 100%, die bekommen Sie ganz, ganz oft nicht im Algo Trading. Das sind so meiner Meinung nach die zwei großen Nachteile, die wir haben. Aber kommen wir jetzt zu den schönen Vorteilen. Das ist eigentlich die schönere Liste von den beiden. Was haben wir für Vorteile? Ganz klar, emotionsloser Handel, keine Gier. Das sind so die großen Vorteile. Wir kennen es alle. Die Position ist auf. Der Markt läuft mal für uns. 2 Euro plus, 10 Euro plus, 20 Euro plus. Der Markt spiked kurz mal nach oben, 50 Euro plus. Und zack, wir machen zu. So, andere Situation. Die Position ist offen. Der Markt fällt. Minus 50, minus 100, minus 150, minus 200. Der Stop-Loss kommt langsam näher. Der Stop-Loss wird weiter entfernt. Und wir lassen laufen und zack, wird die Position an minus 500 geschlossen. Oder wir gehen zwischenzeitlich nochmal long, um die Position zu verbilligen. Ah, das sind so Sachen. Dann ist die Position mit Stop-Loss zu. Wir erhöhen das Volumen, um unser Geld zurückzuholen. So der Klassiker, glaube ich, an der Börse. Jetzt hole ich mal mein Geld zurück. Das haben wir nicht mehr. Dieses gierbasierte, emotionsbasierte Handel, das hat der Roboter ja nicht, ne? Der Roboter ist. Nee, ich will nicht sagen doof, aber er ist einfach stur, stupide, er macht das, was ihm mal gesagt wurde. Und wenn ihm gesagt wurde, dein Stop-Loss liegt bei 100 Punkten, dann macht er das. Egal, ob jetzt gerade draußen irgendwie wer als Präsident gewählt wurde oder ob irgendein Virus bekannt gegeben wurde, er zieht nämlich das durch, was ihm beigebracht wurde und was im Idealfall die letzten 5, 10, 15 Jahre auch funktioniert hat. Und das ist das Einzige, was zählt. Es ist völlig egal, ob wir jetzt der Meinung sind, Gold fällt, weil, weiß ich nicht, irgendjemand was getwittert hat oder auf Bild.de steht, wir sollten jetzt Gold kaufen oder irgendwas. Völlig egal. Es ist dem Roboter auch einfach egal. Dem Roboter ist es egal, ob wir gerade 5 Euro, 10 Euro oder 500 Euro verdient haben. Er bleibt bei seinen Spielregeln. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Wir als Trader haben natürlich immer noch das letzte Wort. Also der Roboter macht fleißig seine Arbeit, was er im Idealfall auch fehlerfrei macht. Aber wir als Trader können dann immer noch ankommen und sagen, na, hier oben, ich mache mal kurz Auto-Trading aus, weil ich glaube das nicht ganz und ich schließe jetzt meine Position manuell. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Klar, dem Roboter ist es theoretisch egal, ob wir unser Vermögen gerade gegen die Wand fahren, uns nicht. So, da müssen wir aufpassen, dass wir diesen großen Vorteil vom emotionslosen und gierfreien Handel nicht zum Nachteil machen. Ich muss mal sagen, wenn wir in diese Situation kommen, wo ein Roboter handelt und wir merken, oh, ich bin gerade unruhig und ich möchte da eingreifen, dann ist es wahrscheinlich einfach zu viel Volumen für uns. So, also wir müssen das Volumen dann so weit runterschrauben, bis wir wirklich ganz entspannt davor sitzen und sagen, naja, das System weiß, was es macht. Hat die letzten Jahre ja auch funktioniert. So, das kennen Sie wahrscheinlich auch im manuellen Trading, auch ein Tipp dafür, wenn Sie manuell handeln und nervös werden, dann ist das einfach viel zu viel Volumen in dem Moment. Wäre das Volumen vertragbar finanziell, vom Verhältnis her oder das, was Sie so riskieren möchten, dann würden Sie, glaube ich, ganz oft gar nicht auf die Idee kommen, da einzugreifen. Gut, weiterer Vorteil ist natürlich Tag- und Nachthandel. Gerade im Devisenbereich
macht am Sonntag in der Regel um 23 Uhr auf, schließt am Freitag um 23 Uhr und tradet Tag und Nacht. Egal ob 2 Uhr morgens, Mitternacht, 14 Uhr, 15 Uhr, ob wir im Urlaub sind, ob wir schlafen, egal was, es handelt immer. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir als manueller Trader immer mal wieder vergessen. Wenn ich jetzt eine Strategie irgendwo lese, sehe, wie auch immer, wir kennen ja die Quellen inzwischen, und ich möchte das nachhandeln, dann vergesse ich vielleicht in dem Moment, dass diese Auswertung, dieser Backtest, der darauf basiert, dass ich die Strategie rund um die Uhr trade. Und wenn ich jetzt als manueller Trader ankomme und sage, naja, 18 Uhr bin ich zu Hause, bis 21 Uhr habe ich Zeit, dann muss ich schlafen gehen, ich trade jetzt 3 Stunden diese Strategie, kann es sein, dass genau in diesen 3 Stunden des Tages das System vielleicht gar nicht so profitabel ist oder plus minus null macht. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und da ist das System, das automatische Handelssystem, viel, viel fitter. Es handelt einfach rund um die Uhr. Es wird nicht müde. Es hat keinen Feiertag. Es arbeitet rund um die Uhr. Es muss einfach nur der MetaTrader an sein und das Handelssystem aktiv sein. Und gerade nicht so oft, aber hin und wieder kommt es vor, dass wir gerade in der Nacht irgendwelche wichtigen Ereignisse haben, weil wenn wir schlafen, ist auch irgendwo anders auf der Welt immer Tag und irgendwo anders passieren Dinge auf der Welt. Kann es einfach sein, dass gerade eine wichtige Sache passiert und wir sind nicht dabei. Wir haben es wortwörtlich verpennt. Würde uns mit dem automatischen Handelssystem halt nicht passieren, denn egal welche Uhrzeit, es ist immer am Start, es prüft mit jedem Kurs oder mit jeder Candle, darf ich jetzt nach meiner Logik handeln? Darf ich jetzt handeln? Oder jetzt? Oder jetzt? Oder jetzt? Oder jetzt? Das prüft es die ganze Zeit. So, und der letzte Vorteil, es gibt natürlich 1000 Vorteile, aber so, ich habe die Top 3, 4 Vorteile rausgesucht, ist das Blitzschnelle. Wie lange braucht ein System? Keine Sekunde, um Logiken zu kombinieren, um eine Entscheidung zu treffen. Es kommt jetzt ein Kurs rein, er prüft. Ist der MACD so, wie er sein soll? Ja. Ist der Stochastik auf diesem Level? Ja. Ist der RSI dann und dann? Ja, perfekt. Ist heute Montag? Ja. Ist heute nach 18 Uhr? Okay, ich gehe rein und berechne automatisch meinen Stop-Loss nach Logik X und mein Take-Profit nach Logik Y. Bis wir das machen, okay, je nach Strategie, wenn wir nur ein Asset handeln, gar kein Problem. Aber wenn wir das Handelssystem auf 5, 10, 15 verschiedene Assets anwenden, dann klicken wir die ganze Zeit die Charts durch und kommen gar nicht mehr hinterher, verrechnen uns, wir machen Fehler. Dieser Fehler macht das System halt nicht. Und bis wir alle 15 Charts durch haben, ist der Markt dann wahrscheinlich schon weggerannt und der Trade ist ohne uns aufgegangen. Das haben wir mit dem System aber nicht. Das sind Millisekunden. Ob es jetzt eine Millisekunde ist, 10 Millisekunden, ob 2 Sekunden, das spielt ja hier keine Rolle. Aber Unterschied zu 5 Minuten, bis wir manuell durch sind, ist das schon sehr, sehr groß. Und manchmal sind die Märkte einfach ein bisschen schnell. Und da ist es ganz nützlich, denn das System, das einfach selbst automatisch auch mithandelt. So, schau auf die Fragebox direkt mal. Das bedeutet, der Rechner und das Programm müssen quasi rund um die Uhr laufen. Ja, genau. Also wir haben 2 verschiedene Varianten. Entweder lassen wir unseren Computer zu Hause rund um die Uhr an. Es muss eigentlich nur der MetaTrader an sein. Und hier oben, Auto-Trading muss auf grün sein. Also das Auto-Trading angeklickt und dann muss das Symbol auf grün sein. Das bedeutet, alle Handelssysteme, die ich hier auf einen Chart aktiviert habe, dürfen jetzt handeln. So, also Variante 1, der Computer bleibt zu Hause rund um die Uhr an. Variante 2 ist eigentlich meine favorisierte Variante, ist, dass wir einen Server mieten. Das heißt, für monatlich 10, 15, 20 Euro mieten wir einen Computer, der steht in einem Rechenzentrum und da drauf läuft dann der MetaTrader. Das heißt, vielleicht erkennen Sie das, ich habe selbst hier einen Mac und auf dem Mac, gut, kann ich den MetaTrader auch installieren, aber gefällt mir nicht so. Ich habe das mal lieber auf dem Windows. Und ich zum Beispiel habe hier einfach eine Verbindung zu einem Server aufgebaut und auf diesem Server läuft der MetaTrader. Das heißt, wenn ich jetzt gleich das Fenster zumache oder nach dem Webinar mein Mac ausschalte, dann ist der MetaTrader auf dem Server, der in einem Rechenzentrum steht, immer noch ran und läuft rund um die Uhr. Das heißt, ich muss zu Hause nicht mal schauen, dass mein PC, der vielleicht mal laut ist, an ist, ob da gerade Updates installiert werden oder der Stecker gezogen wird oder was auch immer, er läuft dann hier rund um die Uhr. Aber das ist die einzige Bedingung.
Der Server muss an sein. Der hat die Aufgabe, einfach nur an zu sein, ein Server. Der MetaTrader ist aktiv und das war es auch schon. Der Bildschirm muss nicht an sein, der kann einfach ausgemacht werden. So. Perfekt. Haben wir noch eine Frage? Nein, genug. Das haben wir dann erstmal. Sehr schön. Dann schaue ich mal auf meine Liste für heute, aber soweit haben wir eigentlich alles durch. Ich zeige Ihnen gerne noch unsere Webseite. Ich habe natürlich noch was Kleines für Sie mitgebracht. Wer also sich für das Thema interessiert, automatische Handelssysteme, wer vielleicht auf der Suche ist nach einem System oder ein paar Infos weiter haben möchte, wir von AlgoCamp, also algo-camp.de, ja, sind im Februar sind wir 5 Jahre am Markt. Wir verstecken uns nicht auf Zypern, in Spanien oder auf den Seychellen oder sonst wo, sondern wir sind ganz klassisch oder altmodisch eine deutsche GmbH. Wir haben unseren Firmensitz in Berlin. Das heißt, wir können hier keinen Mist verkaufen. Genau, wir haben uns auf das Thema spezialisiert, automatische Börsenhandelssysteme. Und wenn Sie sich für interessieren, können Sie gerne einfach mal hier oben auf Handelssysteme durchklicken. Und dann sehen Sie unsere verschiedenen Systeme, die wir haben, von groß bis klein. Gerade für alle, die wirklich noch gar keine Ahnung haben oder wirklich ganz frisch am Markt sind und sich für interessieren, haben wir zum Beispiel die Starterbox. Der Name verrät es ja eigentlich schon. Da ist alles dabei, was wir brauchen, um mit dem ja, automatischen Börsenhandel anzufangen. Ein Handelssystem, Anleitung, ein Videokurs, der Server ist mit dabei. Also wirklich alles, um einfach zu sagen, ich will einfach mit anfangen. Ich will jetzt noch keine Million mehr verdienen, aber ich will einfach mal die ersten Schritte machen für ein paar Euro, um das Ganze anzufangen. So, und wer sich für heute interessiert, der kann gerne sich den Gutscheincode FXBlatt einfach notieren. Kleingeschrieben, zusammengeschrieben, egal für welches Produkt Sie sich entscheiden, wenn Sie denn interessiert sind, sparen Sie einfach 10% drauf. Das heißt, wenn Sie sich für ein Produkt entscheiden, was einmalig kostet, dann sparen Sie natürlich einmalig. Und wenn Sie sich für ein Produkt entscheiden, was zum Beispiel eine Mietgebühr hat über Monate, dann sparen Sie auch jeden Monat die 10%. Also FXBlatt einfach am Ende eingeben und dann gibt es 10% auf alles, bis auf Tiernahrung natürlich, das kennen wir ja. Und dann finden Sie vielleicht was Passendes dabei. Ansonsten gehen Sie sehr gerne auf dem YouTube-Kanal von FXBet. Können Sie einfach gerne mal bei YouTube angeben, AlgoCamp und FXBet. Da gibt es zahlreiche Webinare zu den Themen. Also wenn Sie sagen, das Thema ist schon sehr interessant und Sie möchten mal weiterschauen nach ein paar anderen Webinaren, die ein bisschen fortführend sind zu ähnlichen anderen Themen. Wir haben einzelne Webinare schon gehabt, nur zum Backtesting, nur zu historischen Daten. Da ist extrem viel Wissen da, um noch ein bisschen weiter darauf einzugehen. Und ansonsten empfiehlt sich ja auch immer der Blick auf die Webinarliste bei FXBet. Da haben wir auch schon im nächsten Monat, sehe ich auch schon wieder unseren Namen. Am zweiundzwanzigsten. Februar, genau hier am 22. Februar sind wir wieder mit dabei. Also so gut wie jeden Monat, auch am 29.3. haben wir noch Webinare zu den Themen und da können Sie sich sehr, 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 sehr gerne anmelden. So, dann schaue ich nochmal auf die Fragebox und dann haben wir es auch schon für heute. Welches System können Sie denn empfehlen? Ganz ehrlich, wenn man anfangen möchte mit dem Ganzen und noch sehr, sehr unsicher ist oder noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, dann empfehle ich immer die Starterbox, weil die ist, da ist alles mit dabei, was wir wirklich brauchen, um anzufangen. Klar muss man auch so sagen, die Starterbox ist in der kleinen Version limitiert. Das heißt, Sie können da nicht Ihre halbe Million aufs Konto packen und damit traden lassen. Sie werden damit auch keine, nicht von leben können, sondern Sie werden damit die ersten Schritte machen können. Vom Volumen her können wir auch mal raufgehen. Das ist das Ganze immer limitiert. Das heißt, wir haben drei verschiedene Varianten zum Beispiel. Die Starter-Variante läuft mit Konten bis 5.000 Euro und handelt maximal 0,1 Lots. Die Pro- und Ultra-Variante wird immer ein bisschen teurer, aber dafür erhöht sich auch der maximale Kontostand und das Volumen, was Sie handeln dürfen. Aber wenn wir hier mal schauen, ohne Gutscheinbox sind wir quasi mit 279 Euro dabei und haben alles, was wir brauchen, um anzufangen. Server, Anleitung, die Lizenz und so weiter. Also wirklich einfach alles, um anzufangen. Und dann kann man sich entscheiden, ob man noch ein anderes System wählt oder ob man ein System erweitert, ein Portfolio aufbaut. Aber zu jedem System, alle Kennzahlen, die wir ja gesehen haben, von Drawdown, durchschnittlichen Gewinnen, wie sieht es im Monat aus? Alles bekommen Sie auch auf der Webseite. Also Sie müssen da kein blindes System quasi kaufen.
Gibt es den MetaTrader auch für Unix? Ich glaube nicht. Es gibt eine exportierte Version, die auch auf dem Mac OS läuft. Finde ich persönlich nicht so schön, hat dann doch irgendwie mal Probleme, aber ich glaube, auf dem Linux-System kann Nelson gerne was anderes sagen, aber ich glaube, da gibt es keine Variante für. Also nicht offiziell zumindest. Wer da ein bisschen sich mit Linux auskennt, kann mit Wine das Ganze entsprechend auch zum Laufen zu bringen. Und von Metacodes gab es tatsächlich im letzten Jahr, im Dezember oder im November, eine Mac-Version, die noch nicht ganz offiziell ist, aber schon im Umlauf ist. Aber für Linux, gibt es von seitens Metacodes nichts, nein. Genau, und dann ist halt die einzige Variante oder die günstigste und einfachste Variante ist dann, sich zum Beispiel einfach den Server zu holen, so wie bei mir auch. Ich kann ja auch vom Linux aus, vom Android, vom iPhone OS oder was auch immer wir haben, immer eine Verbindung zum Server herstellen. Da habe ich immer meine gewohnte Windows-Umgebung, wo alles original aussieht wie auf dem Windows. Ist auch eine Möglichkeit, wenn man nicht auf die noch nicht finalen Versionen setzen möchte oder man einfach kein Fan davon zum Beispiel ist. Gut, dann sind wir mit den Fragen auch schon durch. Ja, den Es war Link für wieder das nächste Webinar habe ich schon in den Chat kopiert. Dann können traumhaft. Sie sich sehr gerne dann auch schon jetzt dafür sich anmelden. Und Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, du hast das Schlusswort. Sehr, sehr nett. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle. Vielen Dank für zahlreichen Zuschauer. Schön, dass ihr alle noch bis zum Ende da geblieben sind und sich für das Thema interessiert haben. Vielen Dank auch, Nelson, dass wir heute wieder die 60 Minuten gemeinsam miteinander verbracht haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, nochmals Dankeschön, wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie schön auf Ihre Position auf. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen. Ich schließe mich dem an. Vielen Dank für das Webinar. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wünsche ebenfalls noch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Ansonsten eine erfolgreiche Woche und ja, bleiben Sie gesund in der heutigen oder in der aktuellen Phase. Also bis dahin. Dankeschön. Bis dann, tschüss.